Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es wie jede Woche Donnerstag um die aktuelle GTA Online Event Woche. Also bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos, um alles über die aktuelle GTA Online Event Woche mitzukriegen. So, dann werde ich jetzt auch mal anfangen. Und zwar als erstes mit den doppelten Verdienstmöglichkeiten. Diese Woche gibt es doppelt GTA und RP auf die Clubaufträge. Also die Clubaufträge von dem Motorradclub, dann die Motorradclubhaus-Missionen und Herausforderungen. Die könnt ihr halt im Clubhaus starten. Sind eigentlich ganz nice, diese Mission. Also kann man ruhig mal zocken. So, dann gibt es noch Doppel GTA und RP auf den Gegner Moses Deadline. Der ist auch ganz nice. Da fahrt ihr mit, also da fährt jeder ein Motorrad, und zwar die Sotoro. Und da müsst ihr dann halt versuchen, den Gegner auszuschalten. Ist eigentlich ganz witzig, der Gegnermodus. So, und dann gibt es noch doppelte Gehälter für Leibwächter und für Mitarbeiter. Ist eigentlich auch ganz gut. Wenn man halt als Mitarbeiter ein bisschen mehr Geld verdienen will, dann sollte man diese Woche unbedingt diese Aufträge machen. So, dann machen wir weiter mit dem aktuellen Gewinnfahrzeug, was ihr im Casino gewinnen könnt. Und zwar seht ihr hier diesen Wagen schon vor mir. Das ist der Bugatti Osiris. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Das ist, glaube ich, ein Supersportwagen. Und ich finde den eigentlich echt ganz nice. Also den könnt ihr aktuell im Casino gewinnen. Also versucht den unbedingt zu gewinnen. Eventuell mache ich hier auch ein Video über den Wagen. Mal sehen. Also ein Tuning-Video oder so. So, dann machen wir weiter mit den Twitch Prime-Mitglieder-Rabatten. Da gibt es ein Flugzeug im Angebot. Und zwar gibt es 80% auf die Seabreeze. Die gibt es bei Elite Travels. Dann gibt es noch 35% auf die Kazataka Moonpool-Fahrzeuge. Da habt ihr halt diese Fahrzeuge bei Warstock. Und zwar geht es einmal hier um die Moonpool-Fahrzeuge. Sind eigentlich beide ganz coole Fahrzeuge. So, dann kriegt ihr noch 200.000 GTA-Dollar geschenkt, wenn ihr euch einmal einloggt, und gratis die Sona-Station von der Kazataka, halt nur für Twitch-Prime-Mitglieder. So, dann machen wir mal weiter mit den normalen Rabatten, und zwar bei Legendaries Motorsport. Da gibt es diese Woche eigentlich nur Motorräder im Angebot, finde ich aber auch ganz nice. Und zwar gibt es einmal 40% auf die Nakazaka Sotoro. So, dann machen wir weiter mit der Western Wump Rocket. Auf die gibt es diese Woche auch 40%. So, dann gibt es noch 40% auf die Nakazaki Sotoro und auf den BF Raptor. So, dann gibt es, glaube ich, noch zwei Motorräder im Angebot. Und zwar auf die Dinka Vendicator. Auf die gibt es diese Woche auch 40%. Und dann auf die Lectra. Auf die gibt es auch 40%. So, dann gibt es noch ein Motorrad bzw. Flugzeug bei Elite West Travels im Angebot. Und zwar Ultra Light. Da gibt es diese Woche auch wieder 40%. So, das waren jetzt alle Fahrzeugrabatte. Jetzt gibt es noch 35% auf die Motorrad Clubhäuser. Und dann halt noch auf die Renovierungen. Und es gibt diese Woche alle Bikerjacken kostenlos. Also da könnt ihr die im Bekleidungsgeschäft einfach kostenlos kaufen. Finde ich auch ganz nice. Also alles in allem ist diese Woche eher so eine Bikerwoche. Aber finde ich eigentlich auch ganz geil, weil die ganzen Motorräder sind echt mega cool. Und dann kann man die sich halt diese Woche holen. Und dann auch noch günstiger. Und die doppelten Verdienstmöglichkeiten sind eigentlich auch recht in Ordnung. So, dann zeige ich euch noch einmal das Premium-Rennen. Das befindet sich wieder hier auf der Karte. Und das ist Kanal Frontal. So, dann machen wir mal weiter mit den normalen Zeitrennen. Das ist auf der Karte hier. Und das ist Wynwood Hills. Und dann hier das RC Bandito Zeitrennen. Das ist Friedhof. Zu den beiden Zeitrennen habe ich schon Videos gemacht. Also schaut da ruhig mal rein, wenn ihr da Schwierigkeiten habt. Und dann würde ich jetzt auch erstmal das Video wieder beenden. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Rabatte und die doppelten Verdienstmöglichkeiten findet. Und allgemein die Eventwoche, das würde mich mal interessieren. Und dann würde ich mich nochmal ein Like freuen, wenn ihr
keine weiteren Videos zu GTA Online verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao, Leute!